So, liebe Leute, da sind wir wieder zusammen mit der Envy. Die kennt ihr ja schon. Hallo, Envy. Hallo. Nee, dann musst du sagen, hallo, Tro. Egal. Hallo. Okay, ich lerne. Nächstes Mal klappt es. Okay, beim nächsten Mal dann, ne? Und dann haben wir noch natürlich unseren großartigen, einzigartigen, unseren unbesiegbaren in Smash Brothers Game to Play. Moin. Toll, jetzt mache ich so einen epischen Anfang für ihn und er. Moin. Pro. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind wunderbaren geilen Part. Genau. Beethoven Channel. Ja. Yeah. Geil? Geil, oder? War geil. Ja, ja, das war schon, hatte schon was Episches, hatte schon was Episches. Okay. Ja, noch so ein bisschen die tiefere Stimme, so wie so ein Ringsprecher. Ladies and Gentlemen. Aber das kann ich nicht, das kann ich nie. Irgendwie geht das nicht. Kriege ich immer so ein Herz-Kasper. Nee, Herz-Kasper. Ja, genau. Oh, verdammt, wir können keine Tomaten mehr pflanzen. So, dann. Mann, ich brauche Tank. Ich brauche Sprit. Ist nix. Macht alles alle. So, das sind die, was haben wir hier? Fleischtomaten. So, jetzt. Weißer Sorghum. Haben wir den schon? Nee, ich glaube nicht. So, was brauchen wir noch? Schwarzer Pfeffer, Stufe 15 und weißer Pfeffer. Können wir Pfeffer pflanzen? Ja, schwarzen Pfeffer. 4 Stunden. 4 Stunden, ey. Wir haben ja die rote Zwiebel freigeschalten. Yay! So, was gibt's denn hier noch? Ach so. Und eine andere Tomate. Fleischtomaten, da sind wir dran, ne? Nochmal Fleischtomate. Nochmal dran. Weißer Sorghum, das meintest du, ne? Ja, genau, aber den haben wir nicht. Also, wir haben ihn zwar schon, aber wir können ihn aktuell nicht pflanzen. Hm. Gelbe Paprika können wir auch noch machen und rote. Oh, das ist ja gut. Damit aus? Musste mal gucken. Rote Paprika können wir. Gelbe natürlich nicht, natürlich. Das ergibt Sinn. Da mache ich mal noch die rote. Das Schöne ist, dank Envy haben wir jetzt wirklich ein bisschen was an Möglichkeiten, hier alles ein bisschen aufzubessern, ein bisschen größer zu machen. Also an dieser Stelle nochmal danke, Envy, für deine tolle Unterstützung. Gerne. Gerne. Ja, das sind die Burger, die sie sich bestellt hat. Die sind jetzt da. Ich hoffe, sie schmecken dir und sind nicht so kalt. Hast du auch Pommes dazu, oder? Ah, jetzt mal was anderes, ne? Von McDonald's, da gibt es einen Lieferservice. Ja, und von Burger King auch. Burger King aber weiß ich mal. War nicht der Lieferservice. Mein Mann losgeschickt. Ah, okay. Na dann. Los, Mann, fahr! Jawohl, Weib! Ja, schön. So. Wir pflanzen jetzt wirklich einiges wieder mehr voll. Und wenn wir noch den Winter schaffen in unserer Session bei der Aufnahme, dann werden wir auch dort noch entsprechend Sachen ernten und uns noch einen neuen Bereich holen, würde ich sagen, damit wir jetzt dank Envy das Ganze ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, füllen können. Damit wir auch ja nicht Langeweile haben. Wenn wir Feld Nummer 5 erweitern. Ja, beispielsweise oder haben ja nichts anderes zu tun, ne? Ja. Oh, achso. Nein, ich habe keinen Fußball gespielt. Nein, ich bin natürlich hart am Arbeiten. So. Komm mal wieder Tank hier. Give me some Tank. So, ich habe jetzt einiges an Pfeffer angepflanzt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du angepflanzt hast. Ich habe gar nichts angepflanzt. Ich pflanze hier gerade roten Paprika an. Okay. Dann wird es jetzt ein bisschen eng hier. Maria hat die Sitzung verlassen. Hm. Ja, hast nicht gesehen? Josef und Maria waren da. Also erstmal Maria. Josef kommt noch. So, was brauchen wir noch? Ich weiß jetzt nicht, welches Level brauchen wir denn für Pfeffer? 15 sollte reichen. Weißer Pfeffer haben wir nicht. Gelbe Paprika, gelbe Zwiebeln. Was brauchen wir immer noch bis Stufe 10? Und rote Zwiebeln, okay. Weißer Champignon. Kann ich den schon pflanzen? Nee. Boah, ist das viel. Ja, machen wir gelbe Zwiebeln noch ein paar, oder? Ja,
Und rote Zwiebeln brauchen wir auch. Und blaue Trauben auch noch. Blaue Trauben gehen nicht. Einiges zu tun, ey. Leute. Wir haben Roggen freigeschalten. Auch nice. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir echt noch gelbe Zwiebeln brauchen, ne? Ah ja, aber ich finde es voll geil, ne? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Sachen wieder neu freigeschalten. Das finde ich wirklich geil. Ja, danke, Envy, danke. Gerne. Jetzt hat sie den Mund nicht mehr so voll. Du hast es perfekt abgepasst gehabt. Wie viele Burger sind es denn? 3. Ja, aber wenn es 3 Hamburger sind oder 3 Cheeseburger, das ist ja nicht viel. Das ist ja wirklich für einen hohlen Zahn. Ja, es atmet von einem. Okay. Nicht? Okay. Weißt du, so 4 Big Macs oder so, dann kannst du schon sagen, okay. Nee, Hamburger. So ein geil Big Tasty, ey. Ah, nee, ich bin nicht so der große Bacon-Fan. Nein, der Trohpler ist kein Bacon-Fan. Doch. Es entspricht leider der Wahrheit. Der Trohpler ist kein Bacon-Fan. Oh mein Gott! So, ich habe mal Feld 5 erweitert. Geil. Mhm, ich bin auch total begeistert. Da freue ich mich tierisch drauf. Mhm. So. Ja, wo lang hast du es denn erweitert? Pinocchio. Hä? Ich sehe gar nicht, dass ich... Unten lang, Richtung Goldbäume. Ah. Da hab ich ein paar gelbe Zwiebeln gepflanzt. Wir haben hier einen Sam. Sam ist am Start. Ach, Sam ist wieder draußen, okay. Toll. Sag ich endlich mal Feuerwehrmann Sam und dann sowas. Ey, Feld 5 hast du erweitert, ja? Ja, ich war so verrückt. Ist bei mir gar nicht erweitert. Nein, nicht so ein großes... Ich hab's weiter ausgebaut, unten Richtung die, Ach so, ich dachte, du hast eine neue Erweiterung gekauft. Nee, dafür brauchen wir noch, 2,5k an, Dings da, wie heißt das, ne? Ja, Diamanten. Diamanten, danke. Diamonds. Shine bright like a diamond. Ja gut, dann gehe ich mal zur Nummer 2, da haben wir noch ein offenes Feld. Nee, haben wir nicht. Na toll. Guck auch gerade, wo wir noch ein bisschen Platz haben, damit wir hier alles so schön vollbauen können, wie es geht. Dann gehe ich zur Nummer 6. Bam. Hier über der Brücke. Kann man schön viel... Gewürzstand. Was haben wir hier alles? Hier ist nix. Haben wir noch irgendwo was, wo wir verkaufen können? Hier haben wir Eier, die ich verkaufen kann. Hier haben wir noch Blumen, die ich verkaufen kann. Weil irgendwie, jetzt werden wir gerade unser Geld nicht los. Klar, wir könnten noch Goldbäume bauen. So, 2,2, jetzt fehlen uns noch 0,3k. Aber wo kriegen wir die her? So, was brauchen wir noch? Später kommen auch noch andere Bäume, die Diamanten geben, ne? Oh, okay. Blumenkohl und Brokkoli. Blumenkohl und Brokkoli. Blumenkohl. Wie schaltet man die denn frei? Ich guck grad mal, weil normalerweise müsstet ihr die schon haben. Blumenkohl. Ja, dann mache ich jetzt Brokkoli. Ja. Sehe ich frischen Brokkoli, klatsche ich auf meine Knie. Okay. Warum tust du das? Sehe ich einen Schokokeks, bin ich sofort unterwegs. Sehe ich Apfelsinen, hüpfe ich zu ihnen. Sehe ich gelben Mais, dann drehe ich mich im Kreis. Auf Stufe 48. Ah, noch ein Level. Nice! Was, die Farm oder was? Mhm. Oh, Brokkoli macht uns aber fast arm, ne? Aber den Brokkoli, den könnte man gießen. Dann würde der schneller wachsen, dann würden wir den sogar noch in den nächsten Folgen dann fertig haben. Ach, dauert der gar nicht so lange, ja? Na, eine Stunde. Der neue Baum kostet, ich glaube, 120 oder 150 Diamanten pro Baum war das, glaube ich. Was? Boah, was? Gib mir, den kann man allerdings zweimal ernten. Und meine geben mittlerweile 12 Diamanten pro Ernte. Pro Baum. Ja,
Ja gut, wir müssen 10-mal ernten. Aber hallo, wir wollten doch jetzt erstmal erweitern. Ich sag's nur, es lohnt sich halt irgendwann. Ich bin bei 1 Million Diamanten mittlerweile. Aber bei 1 Million. Du brauchst sie irgendwann nicht mehr. Sie hat's ja, sie hat's ja. Also wie sieht's aus, Mitarbeitern? Wollen wir erweitern oder der? Wie denn? Guck mal, was da. Wieso sind jetzt Diamanten weg? Ach so, ja klar, ne? Ich war ja gerade tätig. Was hast du denn gemacht? Ich habe einen Weg gebaut, um hier ein bisschen Struktur wieder reinzukriegen. So viel dazu, dass wir in den nächsten Folgen dann endlich unsere Farm erweitern wollten. Ja, ich hab's vergessen, Mann. Ach Mann, du. Aber wir brauchen unbedingt noch einen Teleporter. Ja, jetzt mittlerweile wieder, ja. Aber der kostet ja zum Glück keine Diamanten. Nee, ich baue den mal. Ich hau den mal hier so hin. Was? Macht der die Tankstelle leer? Ich glaub's nicht. Ach, hier ist doch perfekt. Nee, das ist da gar nicht perfekt. So. Dann gieße ich mal den Brokkoli. Macht das einen Sinn, den hier hinzubauen? Schon. Wie viele Schleifen haben wir? 28. Nee, dann baue ich hier ein bisschen weiter nach hinten hin. Wir wissen ja nicht, was kommt. So, das ist Feld Nummer 7. Oh Gott. Ist auch nicht besser als Feld Nummer 5. Was, Feld Nummer 7? Achso, weil unsere zusammen sind. Ja gut. Ist dann halt so, ne? Du, ich hau mal noch eine Tankstelle hin, ne? Ja, aber dafür fehlt uns noch eine Schleife. Ach, 25. Ja. Ja, ist ja kein Ding, ist ja kein Ding. Wir können ja Saftpresse, ne? Können wir? Können wir? Ich glaube schon. Dass wieder Zeit ist. Ja. Nee, können wir nicht. Na toll. So. Schön. Auf dass wir den Brokkoli dann noch. Irgendwann noch in der nächsten Folge oder übernächsten Folge dann mal abernten können. Ach, die Envy ist auch schon da. Haben wir denn schon die rote Zwiebel gepflanzt? Nein. Dann mache ich das jetzt. Du siehst auch, wenn du wo drüber fährst, wie viele du gepflanzt hast. Also wenn du im Shop bist und ich jetzt zum Beispiel auf den Brokkoli gehe, sehe ich im Besitz 257. Das heißt, dass die gerade gepflanzt. War cool. Okay. Ja, ist ja ein bisschen was, ne? So, was brauchen wir denn noch? Das war jetzt alles, was so Brokkoli war. Karotten. Stufe 7 haben wir und wir brauchen Stufe 30. Wann kann ich denn Karotten pflanzen? Wo sind sie denn? Die kann ich wahrscheinlich in der nächsten Jahreszeit pflanzen, ne? Hä? Oder ich bin blind. Das kann ich dir nicht verraten. Ah ne, da sind sie. Die können wir... Ja, im Herbst können wir die pflanzen. Immer außer im Sommer. So, oh, das Feld wird ja immer größer. Game to play, stopp! Was machst du denn? Nein! Wir brauchen Pflanzen. Oh mein Gott, das wird ein Riesenfeld, Leute. Feld 5 ist ein Witz dagegen. Ich mach freiwillig ab sofort Feld 5. Feld 7 mache ich nicht mehr. Feld 7. Nicht so. Feld 7 ist das Feld von Game to Play. Das Horrorfeld. Aber der Game to Play möchte doch bestimmt jetzt noch ein paar abschließende Worte sagen, ne? Ja. Also, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich in Tro seinem Part fürs Zusehen. Und bedanke mich bei der Envy. Gerne. Und. Ja, vielen lieben Dank. Und
Habe ich schon Danke gesagt? Gerne. Nee. Also ich finde, du könntest dich nochmal bedanken. Okay, gut. Also dann vielen lieben Dank. Und auch danke an den Tro. Und danke an alle. Ihr seid alle wunderbar. Nee, okay, gut. Ja, ich bin raus. Tschüss. Okay, gut. Dann bin ich jetzt dran und sage bis zum nächsten Mal beim Game to Play. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Quack, quack. Warte. Bitte, was? Warte. Guck mal, Feld 7 auf der Karte. Schön, oder? Ich werde mir jetzt mein Leben nehmen und sage dann bis zum nächsten Mal und danke an Envy. Tschüss.